Ja, und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Video von Let's Play Herz auf 31, Feine Sauer. Ich bin's natürlich wie immer, euer Oka, und ja, ich habe mir eure Kommentare zu Herzen genommen und werde dies jetzt auch umsetzen. Als erstes nenne ich natürlich die Operation Süd, nenne ich um in, wie kann man die nochmal umbenennen? So, jetzt, Operation Souvlaki, leckerer griechischer Fleischspieß, wie ich gehört habe. Das geht auch, Operation Ost, da hatte ich nichts und, ja, okay, so haben wir die auf jeden Fall schon mal genannt. Ja, ich mache die dann erstmal aus, also dann, würde ich mal sagen, dass ich jetzt mal mit der Armee weitermache, was ihr gesagt hattet. Auf jeden Fall mit diesen Festungsknackern, damit Pionieren, dann muss ich auch noch hier bei Infanterie verbessern, glaube ich, ja, Angriffswaffen für Pioniere. Mache ich direkt auch mal hoch. Ist ja nicht, der Ball kommt nämlich hier an der Krieg und da brauchen wir unbedingt die besten Waffen. Sag ich mal, machen wir mal zwei Pioniere und zwei Infanteristen. Ich glaube, die sollten auf jeden Fall durchkommen. Ich baue da auch erstmal jetzt nur vier Stück von. Ich hoffe, das klappt so. So. Dann natürlich, was ich auch noch rekrutieren wollte, als ja, als Abwehreinheiten, sag ich mal, für die, vor allem für die Ostfront eigentlich eher, war nämlich zweimal Garnison, wo war die Garnison? Da, Garnison zweimal und zweimal Panzerabwehr. Nebenbei verbessere ich das dann, glaube ich, bei Technologie auch. Ich denke mal, das sollte was bringen. Pack. Ja, Panzerabwehr. Und zwar, das soll nämlich natürlich an der Ostfront vor allen Dingen eigentlich nur standhalten gegen die Infanterie teilweise, als halt zu verteidigen und natürlich auch gegen Panzer und so, weil da wird der Russe wahrscheinlich auch eine Menge von haben wieder. Und da brauchen wir einfach solche Einheiten. Natürlich auch mit der Westfront, also ich weiß natürlich, dass man das nicht alles schaffen kann, vor allem mit Flugzeugträgern. Aber das hier mit dem Landen habe ich mir auf jeden Fall, wollte ich mir auf jeden Fall vornehmen. Muss ich aber gucken, wie der Brite damit spielt, mit der Marine. Ich hoffe, der ist ja nicht zu stark. Das mit dem U-Boot-Abschirm hier von England kommt eh erst, wenn ich Frankreich habe. Ja, Kriegsschiffe und so, ich weiß gar nicht, habe ich die in Produktion? Ja, hier waren die in Produktion. Ja, hier baue ich auch eine Menge Industrie, was mir gerade gar nicht so viel bringt. Ich baue jetzt erstmal die Truppentransporter auf jeden Fall. Und, Infanterie baut er ja ab. Habe ich noch hier Infanterie in der Produktionsliste? Ja, hier. Ja, Infanteriebrigaden, das ist sehr gut. Volksarmee verbessert. Okay. Ja, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass das mit dieser Maginot-Linie funktioniert. Also bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ja, ich brauche auf jeden Fall den Atlantikwall. Das nenne ich dann, ja. Also die Armee nenne ich dann Stahlbeton, wie in den Kommentaren gesagt worden ist. Werde ich auf jeden Fall so dann auch nennen. Vor allen Dingen, weil ich baue auch die Maginot-Linie Atlantikwall, weil damit vor allem der Army dort nicht landen kann, auch nicht über Spanien oder so. Kann ja sein, ich rechne jetzt nicht mit der höchsten Intelligenz vom CPU, aber sowas kann natürlich immer mal passieren. Und den Engländer wollte ich auch relativ schnell besetzen eigentlich, also dass der Ami, wenn, oder falls überhaupt, ja, ich komme mit einem Ami in Krieg wie ein Japaner, dass der hier erstmal den Atlantik überqueren muss und entweder in Afrika landet und da dann Versorgung kriegt oder hier landen muss und seine Truppen dann einen ziemlich schlechten Nachschub haben. Vor allem der Kanadier, das wird auch interessant. Also teilweise sind da ja richtig Völkerschlachten, kann man schon bald sagen, in Frankreich teilweise. Manchmal ist das ja so, dass der Ami dann schon durch irgendwelche bestimmten Sachen dann schon vor 41 in Krieg beitritt und so auch dann in Frankreich landet und oder ja, und den Franzosen unterstützt oder der Spanier dann auch noch kommt und dann sind da schon ziemlich viele, ja, Völker, sag ich mal, mit drin verbunden. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall Gebirgsjäger. Ich weiß nicht, warum das Oberkommando West gekriegt hat.
Aber ich schicke die jetzt einfach mal nach Skandinavien, würde ich sagen. Ich gucke mir eben detaillierte Ansicht. Oder ich schicke die nach Jugoslawien. Auch gut, wäre auch gut. Ja, ich sag mal, ich schicke mal 3 nach Jugoslawien und 2 nach Skandinavien. Weil ich habe gar nicht mehr an. Also, ich habe schon noch an Jugoslawien gedacht, aber ich habe da jetzt gar nicht so dran gedacht zu rekrutieren. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Gebirgsjäger sind ja an sich, glaube ich, besser als normale Infanterie. Zumindest im Gebirge. Auf offenem Feld glaube ich nicht. Aber wie es auch schon im Namen steht oder er ist, sind es ja halt natürlich Gebirgsjäger, die auf den Gebirgskampf spezialisiert sind. Und habe ich sonst noch irgendwo Fliegerflotten? Nee. Luftfahne ist noch hier irgendwo da in Berlin. Schicken wir mal runter nach Breslau. So. Ich glaube, dann teile ich auch mal Technologie hier. Also die müssen jetzt auch mal bald mal reinkommen hier. Wann kann ich den eigentlich einladen? Ja, das ist gleich jeden Moment. Auf jeden Fall den Ungarn. Mit denen teilen wir mal Technologie. Weil der ist doch schon an der Ostfront, vor allen Dingen, wenn man ihn Ziele setzt, ziemlich aktiv. Und da lohnt sich das, wenn er auch noch bessere, also von der Theorie bessere Infanterie hat. So, das habe ich sonst noch hier im Forschungsliste. Eine Menge Land hier, Theorie sag ich mal, oder Land für den Landkampf. Schwere Kreuzer auf jeden Fall auch. Schwere Kreuze sind auf 38. Ja, die müssen auf jeden Fall besser werden, weil ich muss mit den Briten zusammenhalten, schon mithalten können. Vor allem, weil er wahrscheinlich seine ganze Flotte dann entweder nach Afrika irgendwo stationieren wird, wo ich aber nicht so von ausgehe, sondern wahrscheinlich werde die dann eher nach Asien rüberziehen. Ich denke mal nach Indien. Ja, das wird dann auch wieder spannend. Auf jeden Fall werde ich auch die Türkei einnehmen dann, wenn das nicht der Hardwork spielt, um allein schon besser erstmal nach in Orient hier reinzukommen und auch dann nach Asien und Afrika. Und vor allen Dingen auch noch im Kaukasus dann vorzudringen gegen den Russen, weil hier ist auch hier eine Menge Öl. Wo wir an sich, ja okay, jetzt schon, aber in Kriegszeiten dann nicht so viel haben werden. Und hier ist außerdem auch noch eine Ölraffinerie. Ja, großer Treibstofftank verbessert. Nationaler Entscheid. Ansprüche aus Mebelland und Molotow-Ribbentrop-Pakt. So. Ja, jetzt haben wir auch noch oben das Mebelland. Sehr gut. Bauen wir auch mal, sag ich mal, Radarstation. Also ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt gemacht habe. In Deutschland, ich glaube nicht, ne? Ne, ist natürlich jetzt doof. Hier brauche ich auch mal Stufe 10 wegen der Nordsee hier. Ist das wohl Nordsee? Ich glaube schon. Dann bauen wir auch noch mal in. Bauen wir in Bitburg? Ja, bauen wir in Bitburg. Dreiländereck passt immer. Und dann. Ne, hier lohnt sich das nicht wirklich und hier auch nicht. Das reicht dann auch erstmal. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich glaube, wir können Italiener einladen. Jo, den Italiener. Habe ich gar nicht dran gedacht, Radarstation zu bauen. Weil wir brauchen unbedingt Aufklärung. Weil ohne Aufklärung läuft natürlich gar nichts. Italien. So. Da ist Italien zu Fraktion einladen. Bei mir sind die nebenbei schon einmal irgendwie nicht reingekommen. Hatten die keine Lust, keine Ahnung warum. So. Ja, jetzt sind die in der Achse drin. Das ist auch sehr gut. Jetzt können wir hier auch gleich, wenn der Diplomat wieder zurück ist, Technologie teilen. Irgendwer hat eben gerade von superschweren Schlachtschiff. Hat irgendwer da gerade die Technologie geklaut? Ich vermute entweder Franzose oder Brite. Einer von beiden. Na, kriegen eh gleich auf den Sack von daher. Okay, also hier kommen noch ein paar Panzer, die brauche ich auch auf jeden Fall im Westen. Im Osten ja noch nicht so, weil der Pole da eh fast eine Infanterie hat und ich da schon Panzer habe. Aber im Westen ist es wichtig, weil der Franzose bzw. Brite auch viel auf mittlere Panzer taggt und auch rekrutiert. Ich kann ja mal kurz gucken, wie das hier aussieht. Okay, der macht, was hat der? Technologisch Bildung, Tiefstrupp, Artillerie. Panzer, ja, hier wieder Panzer. Leichte Artillerie, leichter Panzer, mittlerer Panzer.
Wie gesagt, Massenangriff. Okay, der setzt hier aber ziemlich auf Infanterie. Sogar ziemlich gut. Kann ich Flieger und Schiffe. Oh, sogar ziemlich viel auf Schiffe. Ah, das kann gefährlich werden. Gar nicht so viel auf Panzer, gar nicht, oder? Nee, aber schön Infanterie. Also muss ich schon sagen, der taggt hier ziemlich gut, der Brite. Und auch sehr gefährlich. Flieger, na, kein Probleme machen beim Engländer. Achso, jetzt haben wir hier Flugzeugträger, können wir jetzt bauen. Ich baue dann einen mit einem Tech von 19, ich glaube 36 ist ja dann das nächste. Da habe ich kein 1918er. 36 schon relativ gut führen. War halt relativ gut, aber ausreichend für einen Flugzeugträger am Anfang. Da die anderen ja auch meistens nicht besser sind. Beziehungsweise auch gar keine haben. Deutschen hatten ja im Zweiten Weltkrieg auch gar keine. Reserveflotte. Ich bin noch U-Boote, genau. Brauche ich unbedingt mehr U-Boote. Und hier. Ja, hier will ich die Schlachtflotte West. Ja. Was soll man machen, ne? Ich mache nochmal die Zeit höher. Ja, jetzt haben wir auch schon Anfang 39, heißt noch 8 Monate oder so, 7 Monate, ich weiß jetzt nicht so genau, bis zum Krieg. Oh, hier hat ein Hakuna Schubmangel. Das darf natürlich nicht sein. Massenangriff verbessert, sehr gut. Massenangriff bringt sogar viel, oder? Ja, Moral, Angriff, Verteidigungskraft, rücksichtslose Angriffe, oh, das ist gut und wichtig. Was hatten wir noch verbessert eben? Zentralplanung. Hier, Zähigkeit und Gegenangriff auch wichtig. Zwar nur für einen Haku, aber Hakus werden ja auch zum Beispiel im Russlandkrieg dann oft angegriffen. Schwerer Kreuzer verbessert. Ist das nicht Angriffspaktstatus? Kann gebrochen werden. Okay. Fallschirmjäger. Ah, Fallschirmjäger. Ey, wir haben Fallschirmjäger. Direkt mal gucken. Division. So, Fallschirmjäger, da sind sie. Da sind sie. Rekrutiere ich auch mal. Bringt zwar jetzt, ich glaube, im Frankreich-Krieg werden die nicht mehr eingesetzt werden. Aber vielleicht im Russland-Feldzug werden die, glaube ich, auf jeden Fall eingehen. Ja. Wenn die auf jeden Fall dabei sein. Jetzt schon Transportflieger? Nee, aber wenn die eh noch nicht rekrutiert werden, brauche ich auch noch keine Transportflieger. Dann tacke ich die lieber erstmal weiter. Anstatt da. Ja, die jetzt zu rekrutieren und dass sie dann auf einem schlechteren Stand sind, als sie hätten sein können. Ja. Was kann man sonst noch so sagen? Also der Brite. Schwerer Kreuzer. Man sieht schon, der hat hier schon was an Marine ordentlich darzubieten. Also nicht schlecht. Auch wenn es teilweise ziemlich veraltete Schiffe sind. Aber trotzdem können die gefährlich werden. Okay. So, China. China richtet sich an uns aus. Das finde ich witzig. Ah, dann stellen die uns chinesische Pferde bereit. Hier oben. In Ankang stellen sie uns dann die Pferde bereit. Ich weiß gar nicht, warum der Japaner da nicht angreift. Wahrscheinlich erklärt er den Suizo wieder den Krieg. Aber ich glaube, das ist auch eigentlich relativ gut so für einen Japaner. Der hat zumindest, ups, der hat zumindest den wichtigen Norden von Japan. Weil hier ist ziemlich viel, auch die gute, bessere Industrie sozusagen. Und auch das wertvollere Gebiet einfach. Er hat auch hier unten das um Hongkong rum. Er hat hier sogar Guangzhou oder wie das heißt. Und hier auch diese Insel. Ja, Taiwan hat er ja von Anfang an. Und auf jeden Fall ist das sehr gut, weil auch so kann er besser Hongkong angreifen. Und ja, ich verlasse mich da schon auf den Japaner. Also wenn das hier zum Krieg kommt, dann gehe ich mal von aus, der Japaner gewinnen. Wobei der Brite dann wahrscheinlich auch unterstützen wird, was vielleicht sogar auch mit Einheiten landen wird. Aber ich denke mal, dass der Japaner schlau genug ist, also zumindest aus Erfahrung her, dass er auch die Schiffe abfängt.
und dann auch später in den Philippinen landen wird. Also den haben sie schon relativ gut gemacht. Da haben sie einen, sag ich mal, einen etwas schlaueren KI eingepackt als in anderen Ländern. Also dass er schon selbstständig so landet, auch auf Inseln und so, und die auch versucht zu verteidigen, finde ich auf jeden Fall gut gemacht, dass sie das verbessert haben. Im Grundherz auf einmal war das ja noch nicht so, leider. Aber ich denke mal, der Japaner wird hier gewinnen. Auch wenn der Chinese hier noch in Überzahl ist, aber er hat halt die schlechteren Einheiten. Genauso wie hier oben kommunistische China haben auch ja, relativ viele Einheiten hier in diesem Bereich gegenüber den Chinesen. Aber der Chinese hat einfach den besseren Tech von allen hier. Genauso wie diese Länder Yunnan und Guixiangtleke und Xbeisanma oder Sibaisanma, irgendwie so. Die war ja vor der Final Sour viel mehr von Bedeutung. Die waren ja auch viel größer. Und da konnte man auch Yunnan einfach schnell in die Achse versuchen reinzuholen, wenn das mit den Japanern nicht so gut aussah. Und dann hat der auch, der hatte eine Menge Infanterie hier, so nach 41, sag ich mal. Und dann konnte der das natürlich alles nach China reinschicken und so den Japaner retten. Aber das geht natürlich jetzt nicht mehr. Finde ich aber auch irgendwie gut und besser. Weil der Chinese dann einfach, weil hier dann mehr Kampf ist, sag ich mal, weil sonst ist das einfach zu einfach. Ja. Oh, hier was, oh, hier haben sie auch noch eine Menge stationiert, muss ich schon sagen. Wobei ich nicht weiß, ob. Aber der Russe. Ja, das sollten die aber auch schaffen, eigentlich. Der Mongol, also, der hat ja eh einen ganz schlechten Tech, so wie, sag ich mal, Yunnan und so. Hat auch nicht viele Einheiten, wie man sieht. Nur ein paar. Hat auch schlechte Infrastruktur, genauso wie Industrie. Ja, nur eine Stadt hier. Infrastrukturmäßig. Ja, auch ziemlich schlecht. Ja, das sollte der und Tano Tuva hier, die lasse ich auch mal außen vor. Auf jeden Fall glaube ich schon, dass der Japaner hier auch gewinnen könnte mit Manchukuo zusammen. Die haben ja auch hier relativ viele Einheiten. Sind auch in Überzahl und so schlechter vom Tech ist der Japaner jetzt auch nicht als der Russe. Und im Seekampf wird wahrscheinlich auch der Japaner hier gewinnen, weil der Russe hier nur. Ja, hat zwar mehrere Häfen, aber jetzt nur ein, wo, sag ich mal, richtig Schiffe drin sind. Und der Japaner hatte ja sowieso eine gute Marine. Ja, so viel dazu. So, wir haben jetzt mittlerweile März. März 39. So, mal gucken, wer sich noch an uns ausrichtet. Stahlpakt haben wir momentan nur. China und Finnland. Ich glaube, Finnland beeinflussen wir, oder? Ja, Finnland beeinflussen wir. Wo ist der? Da ist der. Felle stellt er bereit. Was bringt ein Felle? Weiß ich jetzt gar nicht, was Felle bringt. Haben wir Felle? Nee. Hat der Japaner da gar nichts? Der hat doch irgendwas bestimmt. Doch, der hat. Aluminium. Der hatte aber auf damals gar nicht mehr. Ja, Schiffswerft, dann haben wir das nicht. Normalerweise hatte man das doch dann auch immer. Verstehe ich jetzt nicht. Warum wir das auf einmal nicht mehr haben. Komisch. Normalerweise, also sonst war das doch immer so, dass man dann die auch hat. Also wenn das Verbündete haben. Keine Ahnung. Ah, hier ist ja auch ziemlich viel. Java, hier die Region. China-Rinde, Kautschuk, Gold, Ölraffinerie. Wäre eigentlich sogar auch mal eine Überlegung wert, da zu landen, aber dafür muss das erstmal mit Afrika hier alles erobert sein. Weil, wenn wir hier rumfahren, dann werden wir abgefangen. Und dann sind die Transporter weg. Das ist auf jeden Fall hier ein strategisch wichtiges Gebiet, also was der Niederländer hier besitzt. Ziemlich viel sogar. April. So, Ostfront sieht. Oh, hat ja Pole immer noch so wenig nur. Ja, hier oben wird er wahrscheinlich allen einfallen können, aber ist auch nicht von großer Bedeutung. Ist jetzt komisch. Naja. Das hatte ich ja eigentlich noch nie, dass er hier so wenig Einheiten hat.
Jugoslawien, die haben auch viele. Naja, eigentlich als Verbündeter wäre der auch gar nicht mal so schlecht im Europakrieg. Hat zwar auch nicht so einen guten Tech, aber der hat ordentlich Einheiten. Ich könnte ihn natürlich auch zur Marionette machen. Marionette oder erobern. Ich weiß nicht, weil Dings bringt ja nicht viel Kroatien. Ja, das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was wir damit machen sollen. Weil Marionette war auch gar nicht mal so schlecht. Weil man sieht schon, er hat schon relativ viele Einheiten. Und ich habe ja auch schon öfters gegen den mal gekämpft. Ja, könnt ihr gerne reinschreiben, ob wir das erobern sollen. Dann werde ich auf jeden Fall dann auch Kroatien gründen. Oder ob wir oder ich das zur Marionette machen sollen. So, da unten haben wir schon Raketentestgelände auf. Nummer 4. Ich habe das übrigens so weit unten im Süden gebaut, damit da auch kein britischer Bomber hinkommt. Okay, wird er jetzt von hier, aber von da aus liegt er eh nie. Von daher passt das schon. Und ist auch gut, wenn wir Frankreich haben, weil dann bombardiert er mehr so die eingenommenen Städte hier, Belgien und so, und nicht mehr Deutschland an sich. Und das ist dann besser natürlich für die Industrie. Vor allen Dingen, weil er fliegt oft hier auf Dresden. Dresden und hier im Ruhrpott. Düsseldorf. Ah, Dortmund können wir ausbauen noch. Ja, Luxemburg wird auch schnell überrannt. Luxemburg. Ja. So, und Belgien, der hat aber auch eigentlich relativ gute Einheiten, der Belgier, für sein Land. Muss ich schon sagen. Der Niederländer hat jetzt auch nicht so eine gute Armee. Nicht so gut von Tech und Franzose hat irgendwie immer gute Panzer, ich weiß auch nicht warum. Obwohl, in echt waren die nicht gut. Obwohl, ich habe ja mal gesehen, dass die Deutschen dann die Beutepanzer vor allen Dingen in Russland eingesetzt haben, als Nachhut, so um Dörfer zu bewachen. So, da bin ich wieder zurück. Eben war das Spiel kurz abgestürzt. Aber es hat sich sonst nichts verändert. Ich habe alles gleich gemacht, so wie vorher. Auch die Einheiten und so weiter gleich rekrutiert. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Aber auf jeden Fall, die Deutschen haben die halt zur Partisanenbekämpfung eingenommen, vor allen Dingen im Osten. Also Russland, aber auch Jugoslawien. Nur so nebenbei. Und ja, also der Krieg kommt jetzt, wie gesagt, immer, immer näher. Auf jeden Fall ist es so, dass wir die Polen, denke ich mal, ziemlich schnell besiegen werden. Vor allem hier im Süden. Obwohl, ich werde aber den Ungarn noch nicht reinholen. Den werde ich nach Polen reinholen, weil der stört sonst da nur. Ich muss aber nochmal hier einen Hilfskorps für Slowenien erstellen. Oh, ich habe die gar nicht auf Rekrutieren gemacht, fällt mir gerade auf. Mach ich mal die schnell nach oben. Die Panzer auf jeden Fall auch. Die Infanterie, wo ist sie? Das habe ich alles da. Infanterie machen wir nochmal 5 Stück. So. Extra nochmal für Slowenien. Ja. Ah, okay, werden nicht so viel davon gebaut, aber es geht schon. So, die Panzer, die kommen alle noch kurz vor dem Krieg werden die fertig gebaut. Einen Tag vor Kriegsanfang. Das passt ja. Aber ich denke mal, dass die mittleren Panzer später an die Westfront verlegen werde. So. Jetzt ist da oben wieder rot bei Unmut. Das haben wir natürlich nicht. So. Marine, oh, da sieht es ganz düster aus. Die haben da ja noch nicht zu viel, leider. Fähigkeit. Dönitz, zack. Hier wird nochmal befördert ein. Und gut ist. Die Reserveflotte, die verlegen wir mal nach Königsberg. Und die soll hier dann im preußischen Meerbusen rumschwimmen und die polnischen Schiffe abfangen. Italien ist, glaube ich, jetzt auch schon in der Achse. Ja, ist in der Achse. Technologie. U-Boot-Ingenieur, was haben die denn? Also, ich glaube, die haben nichts besser als wir, oder? Nee.
Ja, Flugingenieurwesen. Das lohnt sich doch. Da lernt er direkt mal sechs neue Theorie. Das bringt doch was. Ungarn habe ich. Muss ich auch noch hier. Zack. Ja, Slowene mache ich jetzt nicht. Das bringt nicht viel. Vielleicht irgendwie was industriemäßig. Gucke ich mal. Maschinenbau könnte ich den. Ja, mach ich mal Maschinenbau. Das bringt doch was. Sonst haben wir dann. Ach, Japan, stimmt. Die können uns wahrscheinlich irgendwas in der Marine beibringen. Infanterie. U-Boot. Ne, da haben die sogar mehr. Weniger als wir. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Aber ich bringe dir mal den Blitzkrieg-Doktrin bei. Das bringt doch was beim Japaner bestimmt. Und ja. So. Rumänien gibt es ja auch noch. Also die werden ja, glaube ich, selbstständig irgendwie 1940 reinkommen. So wie zumindest in Erinnerung. Was ist das denn hier? Gerade kämpft. Ah! Geheimmission! Sowas gibt's auch, wusste ich gar nicht. Oh ne, noch nicht, noch nicht. Man kann also so Sachen klauen. Wusste die doch bestimmt, oder? Das Gebiet beobachten, das Gebiet sabotieren. Sabotieren die Brücken, zerstören Straßenschildern. Machen es den Fall allgemein schwierig, sich durch dieses Gebiet zu bewegen. Kalle kämpft. Infiltrieren, um lokale Kampflinie zu stehen, um uns einen Kampfvorteil in der Region zu verschaffen. Okay, Gebiet beobachten. Setzen Sie einen Spion ein, um das Gebiet detailliert zu beobachten, bevor du weitergehst. Dafür sind jetzt auch in der Aufklärung wo waren sie? Da war doch irgendwo. Ja, die hier, genau, Putsch. Und Putsch kostet 20. Bringt zwar eh nichts, aber. Ja, gescheitert, wusste ich doch. Jetzt habe ich hier 30. Gebiet sabotieren. Aber das, guck mal, das kriegen ja dann Effekt. Das kriegen ja dann ganz, ganz viele Gebiete. Marseille, Melun, Etampes. Das kriegen. Okay. Lokale Kampfpläne. Bringt ja nicht so viel. Außer wenn das in der. Sondern ich mach mal. Beim Krieg mache ich das erst. Hier ist hier das Gebiet beobachten. Mache ich mal Moskau. Okay. Wie sieht das hier aus mit Großbritannien? So. Ja, ich fange aber den Krieg erst September an, weil das bringt sonst hier nichts. Ah, das wusste ich aber gar nicht. Das ist ja interessant. Das ist ja cool. Und dann USA. Sabotiere ich mal. Muhaha. Ist ja auch mal was. Das bringt ja doch dann ganz schön viel. Also zumindest lokale Kampfpläne, wenn das in einer Region ist, wo man nicht gerade so am Gewinn ist, dann bringt das natürlich was. Kostet auch nur 10. Boah, das wäre schon mal eine Überlegung wert, würde ich sagen. Aber ich würde jetzt sagen, dass der Part dann erstmal jetzt auch schon genug ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dieser Plan hat euch gef Plan. Part. Ne? Der Part hat euch gefallen. Und ja, auf jeden Fall könnt ihr wieder Ideen und anderes in die Kommentare schreiben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also im nächsten Part werde ich euch dann, jetzt kann ich euch natürlich schon sagen, fängt der Krieg an. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich hoffe, ihr auch, weil dann geht es erst richtig los. Und damit bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr gebt uns einen Daumen oder einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abonnement, wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt. Und damit, ciao, bis zum nächsten Mal.